willkommen zurück zur nächsten Folge und sogar letzten Folge Pokémon Go 18 Eier Folge 17. Am Ende steht die Kuh, wie ihr seht, und deswegen gehen jetzt nochmal 9 Eier auf. Ein Zweierei ist vorhin schon geschlüpft, das war ein Stolunior, das blenden wir hier ein. Und dann geht es weiter mit den restlichen 8 Eiern. Angefangen, ich weiß gar nicht, ob das Sternenstück jetzt noch aktiv war oder aktiv ist. Und das erste Kontinentale, ein Pandimos, was natürlich die Liste anführt mit 2400, bester Satz, KP wirklich hoch. Sieht also so aus, als würden die, hätte das Sternstück noch gezählt. Weiter geht es mit einem Alola Kleinstein. Mit 2400 Sternenstaub ebenso. Bester Satz, Verteidigung 15. Nehmen wir auch mal mit. Ich werde, nachdem die Eier jetzt leer sind, nochmal neu reinhauen. Es ist ja jetzt 19 Uhr, bis 22 Uhr geht das Event. Alola Mauzi, 1200, wirklich stark, also der zweite Satz. Ja, und ihr werdet das Video natürlich am Montag sehen, aber jetzt ist gerade noch Sonntag. Und deswegen bis 22 Uhr geht das Event noch, läuft die Zeit noch. Ein Alola Sandan mit 1200 dabei, auch nur zweiter Satz. Also nicht wundern, das wird nochmal eine ganze Folge. Ich werde nachher nochmal ordentlich den Beutel voll machen, werde schauen, dass dann nochmal 9 Eier drin sind. Und das nächste Kontinentale, ein Kangama mit 1700 Sternenstaub, aber leider auch nur der zweite Satz. Und dann werdet ihr morgen, wie gesagt, die allerletzte Folge sehen. Die kommt Montag online. Jetzt ist Sonntag, bis 22 Uhr habe ich noch Zeit, Eier abzuholen aus den Geschenken. 2300 Sternenstaub für dieses Slimer, leider auch nur der zweite Satz. Und dann habe ich es endlich hinter mir, 17 Folgen, 170 Kilometer jeden Tag. Das nächste Kontinentale, wieder ein Pandimos und die Kuh haut ab. Die hat es auch satt mit Pandimos, die kann es auch nicht mehr sehen. Ah, bester Satz, Angriff 15. Da geht noch eins auf. Ja, es ist schon spät und es wird dunkel. Das war eine Prozedur, jetzt hierher zu kommen. Das nächste Pandemos, jetzt weiß ich wirklich, warum die Kuh abgehauen ist. 1700 mit bester Satz, Angriff, Verteidigung, wirklich hoch. Das müssten jetzt die Eier gewesen sein. Ihr seht, 16 Minuten sind noch übrig. Und ich fülle nochmal auf und eine Runde wird noch gebrütet, die allerletzte. Wir holen nochmal alles raus und hoffen nochmal auf Tauros Kangama mit richtig guten IV. Dann sind wir leider nicht mehr bei den Kühen, woanders. Mal gucken, was es sonst noch für Tiere gibt. Aber wir melden uns zurück mit den nächsten 9 Eiern. Letzte Folge, es geht um die Wurst, um die Kuhwurst. Es geht um alles auf jeden Fall nochmal. So, wir sind zurück mit den nächsten 9 Eiern und ich muss sagen, leider, vorhin ist nämlich noch ein Zweierei geschlüpft. Das weiß ich jetzt schon gar nicht mehr, was es war. Aber das blende ich hier natürlich ein, mit Bewertung und allem drum und dran. Und eigentlich dachten wir auch, das Ganze ist beendet, der letzte Tag. Nein, da haut Niantic die nächste Ankündigung raus. Die Eier werden verlängert bis zum 8. Oktober. Also bis zum 8. Oktober habt ihr jetzt noch die Gelegenheit, Kontinentale zu brüten. Ich fass es nicht. Mir war es so windig, die Kühe sind fort. Die sind wahrscheinlich weggeweht, deswegen habe ich mich jetzt hier versteckt vor dem Wind. Und wir legen los und schlüpfen mal die nächsten 9 Eier. Natürlich läuft das Sternstück wieder und es fängt natürlich an mit einem Alola Vulpix mit 1200 Sternenstaub. Bester Satz, Angriff nur wirklich hoch. Oh, da geht natürlich noch ein Zweierei auf. Genau. Ich habe das immer so dazwischen, keine Ahnung. Ist auf jeden Fall gut, weil so sind es ja trotzdem wieder 18 Eier, weil ich ja doch den Unendlichen jetzt mit benutze. Und ein Fivien, mal ein ganz seltener Kollege mit dem besten Satz. KP 15, aber kaum Sternenstaub. Darauf kommt es ja auch nicht an, ist ja auch nur ein Zweierei. Das nächste, ein Alola Kleinstein mit 2400 Sternenstaub, aber auch nur zweiter Satz, deswegen nicht der Rede wert. Für diejenigen, die natürlich jetzt noch keine Kontinentalen bekommen haben oder nur relativ wenig, die freuen sich natürlich, damit sie noch länger die Zeit haben zu brüten, damit sie noch länger die Chance haben auf Kontinentale. Sandan mit 2200, bester Satz, KP 15.
Aber ich habe gedacht, nach 17 Folgen habe ich endlich meine Ruhe. 170 Kilometer. Aber nein, es ist kein Ende in sich, denn es geht immer weiter mit einem Alola Dicta und 1900 Sternenstaub. Bester Satz, Verteidigung 15. Okay. Aber was soll's, ein bisschen spazieren gehen oder Radfahren ist ja ganz gesund. Das nächste Alola Kleinstein. 1800 Sternenstau. Bestes Satz, KP, Verteidigung, aber leider nur wirklich hoch. Wir freuen uns natürlich auch am Freitag bzw. Samstag ist ja die MAG in Erfurt, da fahren wir auch hin. Mal schauen, was es da für besondere Sachen gibt. Dicta mit 2300 Sternenstau, aber nur zweiter Satz. Ja, wie gesagt, wenn ihr auch auf der MAG seid, schreibt mal einen Kommentar, wen man von euch da vielleicht sehen kann und wen nicht. Ich freue mich ja auf Sturmwaffeln natürlich und auf Hong. 1200 bei dem Dicta, auch nur zweiter Satz. Und ganz neu, Bisa Fan TV wird wahrscheinlich auch da sein, nein, ist da. Und vielleicht trifft man den ja. Ich habe gesagt, ich schaue einfach, ob ich ein wildes Bisa-Samen finde. Und dann das erste Kontinentale jetzt in der Folge. Also im zweiten Teil ein Pandimos mit dem besten Satz. KP-Angriff, aber auch leider nur wirklich hoch. So, das Sternstück läuft noch 5 Minuten. Das war's aber für diese Folge. Leider geht es weiter. Nächstes Mal mit Folge 18, denn eigentlich dachte ich, wir haben es hinter uns, aber nein, Niantic lässt sich immer was einfallen. Da ist natürlich das Geld wieder geflossen, der Geldbeutel ist leergeräumt und da haben sie einfach gedacht, verlängern wir das, da kaufen die Idioten noch mehr Brutmaschinen, so wie ich, einfach nur um zu gewährleisten, jeden Tag 18 Eier zu brüten. Aber wir sehen uns einfach beim nächsten Mal, bis dahin, peace out, Vorhaut, euer Ramses.